Hallo Mitmenschen, und da sind wir wieder bei der Mega Man Zero ZX Legacy Collection. Und heute sind wir tatsächlich das letzte Mal auf dieser Hälfte der ganzen Reihe, nämlich bei Mega Man Zero 4. Wie auch sonst immer, ich mache so ersten, ich glaube diesmal sogar zwei Intro-Level, wo ich ein bisschen mehr über die Geschichte erzähle und später dann noch ein Level, wo man weiter im Spiel fortgeschritten ist, um ein bisschen die Unterschiede zu den älteren Teilen zu zeigen. Deswegen einfach wieder ganz normal neues Spiel. Und tatsächlich überspringe ich immer so ein bisschen das Intro. Und dann steigen wir auch direkt in die Action ein dieses Mal. Die werden auch dieses Mal nicht mal mehr in einer festen Basis sein, sondern wir sind diesmal etwas mehr mobil unterwegs. Und wir sehen hier einfach mal ein paar Transporter, die vorbeifahren. Nichts Böses passiert, alles ist schön und gut, das ist toll, das ist nicht so toll. Also ja, wir haben diesmal mit einer ganz besonderen Spezies zu tun, nämlich Menschen. Ja, die sind uns tatsächlich in den ganzen Spielen noch nie begegnet. Wir hören zwar mal in Neo Arcadia, ne, das war mit Menschen und Reploiden, die zusammenwohnen, mehr oder weniger erfolgreich. Ah ja, dieses Mal kümmern wir uns tatsächlich mal um andere Menschen außer Seal. Und natürlich, wir sind der Held in der Not und retten die gleich. Und ja, unsere Basis sozusagen, die wichtigsten Sachen haben wir in einem Trailer bei uns. Wir werden jetzt hier an diesen menschlichen Konvoi rangefahren und versuchen die mal zu retten. So, die sind tatsächlich nicht mal irgend so ein komisches Gimmick jetzt vom Anfang der Story. Wir werden mit dieser Menschengruppe, die wir hier gerade reden, die ganze Geschichte hindurch zu tun haben in irgendeiner Form. Die werden nämlich auch eine Basis aufschlagen und so weiter, wir werden in der Nähe sein. Man kann zwischen den Missionen auch jederzeit dann zu denen rüberrennen und mit denen reden, aber die werden nicht allzu begeistert von uns sein. Was wenig verwunderlich ist, man muss ja bedenken, dass hier die ganze, dass es immer noch Menschen sind, ne, und die werden hier von Reploiden oder zumindest von Maschinen angegriffen, ne, und wir sind auch eine Maschine, ne, und eigentlich alle den Widerstand bis auf Ziel. Also das ist schon mal ein bisschen problematisch für die. Und außerdem, die wurden ja trotzdem die ganze Zeit erzählt, dass wir eine Terroristengruppe sind. Und vielleicht sehen sie ein, dass wir halt ein gutes Ziel im Auge haben, ne? Auch gegen Neo Arcadia zu kämpfen, und die flüchten übrigens von dort. Aber ja, die sind nicht unbedingt mit unseren Methoden einverstanden. Ich meine, wir haben auch teilweise bestimmt dafür gesorgt, dass Neo Arcadia Probleme hat und deswegen noch mehr unterdrückend reagiert. Speziell war jetzt ja Dr. Wild, den wir im Teil 3 übrigens nicht vernichten konnten. Wir haben zwar gegen Omega gekämpft und so weiter, und der wird diesen Teil nicht relevant sein. Wir sind auch diesmal jetzt komplett woanders groß unterwegs, aber ja, zumindest mit dem müssen wir uns dieses Mal nicht beschäftigen. Aber Dr. Wild hat jetzt wirklich voll die Macht von Neo Arcadia an sich gerissen. Und ja, ist immer noch kein angenehmer Ort und ist insgesamt einfach totalitärer geworden. Und wir retten hier gerade Menschen, die vor dort fliehen wollen. Aber das will Neo Arcadia, speziell Dr. Wild, eben nicht zulassen. Ich weiß nicht, was da gerade im Hintergrund abgeht, aber es sieht nicht angenehm aus. Ich weiß gar nicht, müssen wir darauf jetzt springen, bestimmt, oder? Ja. Ja, warum nicht, ne? Das ist so eine riesige Rakete im Sandsturm. Springen wir einfach mal drauf. Aber ja, das sieht dann leider hier ziemlich starke Parallelen zum echten Leben mit Diktaturen. Ne? Wir hatten das ja in der DDR zum Beispiel, wo man Leute nicht abhauen lassen wollte. Wir haben hier Leute, die selbst wenn sie ins Ausland geflüchtet werden, immer noch von Geheimagenturen in verschiedensten Ländern gejagt werden. Je nachdem, wie intensiv die Diktaturen sind, wird das tatsächlich sehr brutal verfolgt. Und ja, so ähnlich ist es ein bisschen hier, dass die auch wirklich größere Angriffe dann erfahren werden, die wir abwehren müssen. Und ja, ich gebe mir gerade nicht so viel Mühe. Ich muss einfach nur diesen komischen Kern gerade zerschlagen. Ja, also über die Verlauf des Spiels werden die sich auch ein bisschen mehr mit uns anfreunden und so weiter, weil wir doch ein bisschen helfen, die am Leben zu erhalten. Ja, trotzdem, die versuchen halt trotzdem einfach nur ihr friedliches Leben zu führen und wollen nicht in diesen ganzen Krieg reingezogen werden. Und dass wir in der Nähe sind, hilft denen jetzt auch nicht wirklich. Gut, beim Überleben ja, aber dadurch wollen die natürlich auch angegriffen, weil, naja.
So, hier kann man die nebenbei sehen, auch speziell diese rothaarige, die Neige, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ich glaube immer so leicht französisch. Ja, also ich lasse dir einfach mal ein bisschen reden, damit man so einen kleinen Eindruck von dir bekommt, aber ich würde gleich einfach zur nächsten Mission vorspringen. Aber dass man einfach mal sieht, wie die so aussehen. Und die werden jetzt einfach weitergehen, da kann man auch später nach rechts weiterrennen zu deren Siedlung. Die haben sich ein bisschen mehr auf so einer Wiese, Waldgebiet angesiedelt, wo es ein bisschen angenehmer ist als in der Wüste. Aber wir werden hier parken und hier unser Lager aufbauen. Und da werden wir auch in der zweiten Hälfte vom Prolog. Es jetzt wird hier auch anfangs gesagt, eine Areal 0 oder Area 0. Das hängt tatsächlich zusammen mit, wenn ich mich richtig erinnere, Mega Man X5, ne, Mega Man X und Zero und so weiter, das spielte alles vor 100 Jahren tatsächlich. Und da gab es auch eine riesige Weltraumkolonie und eigentlich gab es verschiedene Möglichkeiten, wie das Spiel ausging, aber ich glaube, Canon ist, dass tatsächlich diese Station abgestürzt ist und das war hier. Deswegen ist ja auch, sieht man auch speziell im Hintergrund, ne, ganz viel Schutt, Asche, sehr viel Zerstörung. Aber jetzt nach 100 Jahren ist tatsächlich langsam Natur zurückgekommen, kann auch teilweise an Mechanismen liegen, die auf dieser Station waren, weil die sollten ja auch Sachen wachsen lassen können. Also vielleicht wurden auch Systeme zur Naturerhaltung irgendwie erhalten, jetzt nach dem Sturz, die das hier über lange Zeit oder zumindest irgendwann haben weiter wachsen lassen. Aber ja, tatsächlich im Hintergrund ist jetzt eben passiert, dass jetzt schon die Reploiden diese menschliche Siedlung angreifen und wir wurden her teleportiert, um sie zu retten. Also ja, es geht tatsächlich schnell los und die werden auch nicht so schnell in Ruhe gelassen. Das heißt, wir werden öfters hier zum Einsatz kommen. Also ich glaube, das soll hier auch im Hintergrund eben diese Station darstellen, dass man jetzt hier irgendwie mitten durch die Überreste von dieser Station brennt. Ganz nebenbei, weil ich glaube ich dazu nicht mehr, sonst kommen wir das kurz zu erzählen. Es wird auch ein bisschen mehr auf die Beziehung zwischen Sio und Ziel so eingegangen, speziell, aber nicht zu sehr, speziell, weil es hier auch noch einen anderen Reploiden gibt, mit dem wir zu tun haben werden und einer von den Menschen. Und die werden halt ziemlich explizit über ihre Beziehung so nebenbei mal reden. Es wird nicht zu plotrelevant, aber ist trotzdem schon ein wichtiger Aspekt in der Geschichte und daran wird das so ein bisschen gespiegelt, dass man. Ich sag mal indirekt auch so ein bisschen gefragt wird, ne, ob er das nachvollziehen kann und so weiter. Aber er ist da relativ stoisch, was sowas angeht und ist da versucht, sich da glaube ich auch nicht angreifbar zu machen. Das war auch in X4 gewesen, wo er tatsächlich eine Beziehung mit jemandem hatte und das endete leider tragisch. War da zwar nicht so gut ausgearbeitet, wie ich hier finde, dass man mit Ziel halt sehr viel Zeit verbringt tatsächlich. Aber es kann auch sein, dass sozusagen, sofern Sio sich daran erinnern kann, was vielleicht ansatzweise Möglichkeit, ne, er hat ja trotzdem anfangs Amnesie gehabt, dass er vielleicht versucht, da sich nicht angreifbar zu machen und einfach nur für das Richtige kämpft und er findet halt, dass Ziele da die richtigen sind. Aber was jetzt so der Hauptplotpunkt tatsächlich, worum es jetzt auch mit dem Boss und so weiter gehen wird in diesem Teil, ist, dass Dr. Wild so eine Art Apokalypse hervorrufen will. Nämlich, wie wir gerade gesehen haben, ne, Menschen versuchen aus dem Ort zu fliegen. Ach, ich habe hier keine Heilung. Na gut, dann muss ich so überleben. Oder sterben. Beim Reden ist es ein bisschen schwierig, auf so einen Tutorial-Boss aufzupassen. Nämlich, er will eben verhindern, dass Leute eben von Neocardia abhauen, sodass er eben alle Leute und Reploiden der Welt unter seiner Kontrolle haben kann. Das bedeutet, immer brav gegen uns kämpfen, gegen diese Flüchtlinge zu kämpfen. Und eben jegliche Art von Natur, die sich so langsam außerhalb von diesem, ich sag mal, Rettungsort Neocardia eben gebildet haben, zu zerstören, damit sozusagen das der einzige Ort bleibt, an dem man wirklich leben kann. Wie gesagt, vor 100 Jahren gab es hier dann eine riesige Katastrophe auf der Welt, aber ja, und dann hat Neocardia eben war so der Hauptort, wo man leben konnte, und das will Dr. Weiler halten, um die Macht zu erhalten. Und deswegen wird eben so eine Art Operation gestartet, die heißt dann Ragnarok. Und um die geht's halt. Also, ja, wie gesagt, Apokalypse. Und die Bosse hier, die wir links und rechts auch am Rand sehen, die werden dann hier, was weiß ich, Tiefseebohrungen durchführen, Wälder abbrennen, solche Sachen eben oder schwere Stürme verursachen.
eben alle möglichen Sachen, die die Natur auf lange Sicht zerstören werden. Und der Hauptgrund, dass ich gerade diese Mission noch mitspielen wollte, ist ganz einfach, dass uns in wenigen Sekunden die meisten wichtigen Personen des Spiels vorgestellt werden. Nämlich wir begegnen mal soeben allen Bossen des Spiels. Also ja, das sind die 8, die hier dann diese Operation Ragnarok vorantreiben werden. Und Hauptantagonist der Geschichte, also Dr. Wild ist so der Drahtzieher hinter allem. Aber so der Haupttyp, mit dem wir zu tun haben werden, der sollte jetzt langsam mal auftauchen. Und der heißt Kraft. Das ist irgendwie auch so ein super starker Soldat, der früher mehr mit diesen Menschen oder speziell dieser Nash sympathisiert hat. Aber jetzt mehr zu den Bösen gehört, sie zu den Guten. Und der Konflikt wird dann auch natürlich vorangetrieben. Aber die Geschichte wird dieser Folge nicht weiter behandelt. Um das rauszufinden, ne? Jetzt gleich schauen, selber spielen. Wie auch immer, wir springen jetzt, was sich gameplay-technisch hier geändert hat. So, ich bin dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Story vorgesprungen, habe wieder ein paar dieser Spezialfähigkeiten. Was wir uns jetzt anschauen ist, natürlich wieder einfach ein Beispiel-Level. Was besonders ist bei diesem Teil jetzt, dass uns tatsächlich diese 8 Leute, die wir anfangs gesehen haben, alle gleichzeitig zur Verfügung stehen. Normalerweise ist es in den Spielen so, du kriegst einen Anfang, 4 Bosse, Zwischenmission, 4 Bosse und ganzen Epilog mit Abschlussmission. Aber hier ist die Reihenfolge komplett beliebig, also es sind nicht die ersten 4 und die letzten 4, sondern kann man eine beliebige Reihenfolge machen, mittendrin passiert natürlich irgendwas und dann geht's weiter. Und was vielleicht auch auffällt, dass jetzt hier nicht irgendwelche Bilder andeuten, was für eine Stage das ist, sondern dass die Wetteranzeigen, ob es bewölkt ist, die Sonne scheint oder schneit. Und bestimmte von diesen Rahmen leuchten auf und bestimmte eben nicht. Also diese hellen Punkte, auf die die Pfeile zeigen, zeigt nur an, ist der Boss noch da oder eben nicht. Und diese hellen Leuchten im gelben Rahmen hier bei den Vieren in der Mitte gerade zeigen an, dass hier sozusagen das Wetter gerade auf schwer für uns gestellt ist. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass das Gebiet besonders windig ist und mit ganz vielen Abgründen ist das ärgerlich. Oder dass die Hitze, die einen so schon fast fertig macht, dadurch noch intensiver ist und man schneller gegrillt wird. Dass man schlechter durch die Gebiete kommt und die Eisarena, die Bossarena vereist ist. Oder dass sowas wie Stacheln im Boden alle aufgedeckt sind, bei Schnee werden die zum Beispiel zugeschneit. Also ja, es hat wirklich eine größere Änderung, kann manchmal sogar die Bossarena beeinflussen, welches Wetter angeschaltet ist. Und warum sollte man auf schwer schalten? Nämlich, um eben, wie gesagt, diese Spezialfähigkeiten zu bekommen. Das heißt, früher war es immer so, also bei 2 und 3, dass man eine Mission sehr gut abschließen musste. Dann ist hier oben links, war das immer so, die höchsten Level waren A und S. Die brauchte man dann, um in der Folgemission die Spezialfähigkeit freizuschalten. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Teilweise braucht man den S-Rang, um noch Minispiele freizuschalten, auch andere Sachen. Ich blende da ein paar Bedingungen für ein, was man da noch freischalten kann. Ja, aber hier ist dieser Rang dann wie im ersten Teil wieder relativ unwichtig. Sondern hier kommt es eben darauf an, wie gesagt, dass man das schwere Wetter auswählt. Und wir gehen einfach mal in eine Stage rein und nebenbei ändere ich das Wetter auf schwer dafür. Es ist auch die einzige Stage, wo man Donner haben kann. Und da das der Elektroboss ist, ist das keine gute Angelegenheit. Naja, um natürlich alles zu bekommen, muss man das natürlich mal nehmen. Und bei der Gelegenheit werde ich dann auch gleich auf die neue Waffe eingehen, die wir hier bekommen haben. Standardausrüstung ist ja, dass wir immer Schwert und Pistole haben. Normalerweise hatten wir noch den Schildboomerang und dann je nach Teil eine andere dritte Waffe, ein Speer, Tonfas, Enterhaken. Dieses Mal, ich sollte vielleicht nicht jeden Boss umbringen, haben wir unsere Hand. Und wir können damit Gegnern ihre Waffen abnehmen, während sie sterben. Jetzt habe ich zum Beispiel den Raketenwerfer von den Typen geklaut. Unten links beim Schwert sieht man auch gerade, dass das hier allerdings eine Waffe mit Munition ist. Also ich kann das jetzt hier so 4-mal abfeuern. Und dann ist das wieder alle. Und dann muss ich das Ding eben wegschmeißen. Es gibt auch Nahkampfangriffe, die können aber teilweise auch mit Munition sein, wie in diesem Falle. Man kann damit den Boden elektrifizieren, aber mit einer Spezialfähigkeit kann ich das inzwischen auch. Also ist das tatsächlich gar nicht so wichtig. Aber ja, gibt. Ah, jetzt habe ich wieder schwer zugegriffen. Verschiedene Sachen, die man klauen kann, auch von dem Typen hier die Axt. Da hat man hier einen sehr starken Überkopfschlag. Weil mit dem Schwert meistens hat das eine ganz gute Angriffsstärke.
Aber normalerweise zum Beispiel am Boden muss man erst diese Dreier-Kombo machen, aber wenn man mit mittelstarken Gegnern zu tun hat, ist einfach so ein schneller, sehr starker Hieb auch sehr praktisch. Es gibt auch eine Flammenversion davon. Also ja, und vor allem in diesem Raum, Level meine ich, kommt die Faust noch ein bisschen mehr zu tragen, weil wir hier mit Polarität zu kämpfen haben. Das heißt, die Gegner haben hier entweder positive, negative Polarität. Wir haben sie durch diese komischen Generatoren. Und wenn wir sie dem Gegner abnehmen, können wir die sogar ausrüsten. Und das sorgt dafür, dass dieses Gebiet ganz schön durcheinander sein kann, weil wir dann diesen Sachen begegnen, die sich entweder zu uns anziehen oder von uns abgestoßen werden. Und, gegenteilige Sache kann ich meistens mit meiner Farbe hier abstellen. Gleichfarbige Sachen kann ich wegstoßen. Und wenn mich eins von diesen Dingen berührt, explodieren die. Ja, und deswegen haben wir hier tatsächlich sehr großes Farbding am Laufen. Zum Beispiel, ich habe Blau, stoße den Blauen weg. Sehr gut. Und der wird mich jetzt vermutlich, nee, doch nicht umbringen, aber es wird irgendwann passieren. Man kann das natürlich, dieses ganze Gimmick, auch ignorieren, indem man versucht, diese Kammern zu vermeiden, in denen man immer eine Priorität bekommt und diese Waffen eben nicht nimmt und einfach mit dem Schwert rumrennt. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man das ignoriert, dass man halt nicht mehr mit diesen komischen fliegenden magnetischen Bomben zu tun hat. Aber eins von diesen Dingern parat zu haben, um diese springenden Gegner auszuschalten, kann manchmal ganz nett sein, so wie hier, wo ich den Typen einfach in den anderen reingerammt habe. Ah ja, man sieht auch, der Boden ist auch aufgeladen, ne? Und je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel rot anhabe und hier auf dem roten Boden bin, dann kann ich deutlich höher springen und ansonsten eben es ist umgedreht. Also da muss man eben aufpassen, was ein wichtiger ist. Aber auf lange Sicht finde ich es doch ein bisschen einfacher, das nicht mitzumachen. Und ja, man kann hier ziemlich viele verschiedene Sachen klauen, also das ist eigentlich sehr spaßig. Es hat leider nicht so viel praktische Anwendung, auch bei Bossen und so weiter, diese Waffe zu nehmen. Also da fährt man, wenn man sehr effizient sein will, doch besser einfach die Standardwaffen von früher zu nehmen. Uah. Muss ich gerade ein bisschen aufpassen, nicht zu sterben, weil ich glaube, hier ist auch wieder ein Checkpoint. Es gibt für diese Faust tatsächlich auch andere Anwendungen, zum Beispiel bestimmte Gegner, die man normalerweise nicht angreifen kann, die kann man dann einfach wegreißen oder denen die Schilde wegnehmen. Es geht auch, ich muss wieder aufpassen. Ja, die haben ja auch wieder eine Polarität, aber wie gesagt, wenn man das ignoriert, dann haben sie die eben nicht. Also wie gesagt, kann man Gegner aus dem Weg reißen, kann man bestimmte Wände, speziell in diesem Waldlevel wird das so sein, dass man bei den Ranken irgendwie fast gar nicht durchkommt, aber mit der Faust kann man die einfach rausreißen, dann ist man deutlich schneller durch. Also ja, die haben wirklich trotzdem ein paar nette Gimmicks sich damit ausgedacht, dass man diese Faust nicht nur einsetzt, um ein paar komische Waffen zu nehmen, sondern auch wirklich nochmal mit der Umgebung interagiert. Nee, das ist eine Sache, die von den ganzen ersten drei Teilen abgeschafft wurde, ist, wir haben keine Elementchips mehr, ne? Hier waren eigentlich noch sowas wie Cyber-Elf, darauf kommen wir noch. Und dass man das Element auswählen wollte, ne? Ob man Eis, Feuer oder Elektro hat. Und die wurden jetzt stattdessen einfach direkt auf die ganzen X-Skills verteilt. Haben wir ja vielleicht gesehen, ne? Ich verändere mich überhaupt nicht und kann trotzdem hier einen Elektro-Stoßangriff machen oder nach oben den Feuerangriff. Das bedeutet immer, der X-Skill entscheidet darüber, welches Element ich habe. Das heißt, wenn ich gegen Eis kämpfe, dann kann ich, um Feuer einzusetzen, halt mit dem Schwert nur diesen oben Angriff machen. Aufgeladene Angriffe und so weiter sind dann immer neutral. Allerdings muss man dann bedenken, dass wenn ich hier die Pistole ausrüste, dass die ja wieder anders funktioniert. Normalerweise ist ja so, dass der Schuss dann verändert wurde, je nachdem welches Element ich ausgerüstet habe. Ne? Wenn ich Elektro habe, dann wurde der Elektro-X-Skill benutzt und so weiter. Und wenn ich das nicht mache, dann ist halt der Schuss einfach so elektrisch aufgeladen. Jetzt ist es so, je nachdem welchen X-Skill ich auflade, ist es das eben, ne? Ich habe jetzt Schuss aufgeladen, ich habe den Eis-Expil eingesetzt und dann kriege ich halt diese komischen Eisspeer. Und die funktionieren auch alle anders, ne? Feuer explodiert zum Beispiel. Der elektrische funktioniert hier ein bisschen sehr seltsam. Der absorbiert gegnerische Schüsse, aber nur diese ganz normalen gelben Schüsse wie die hier, die man gerade schlecht sehen kann. Man wird dadurch recht stark und es ist ganz witzig, damit rumzulaufen. Aber ja, die funktionieren unterschiedlich, aber man kann halt nicht dieses Element verwenden ohne den X-Skill. Also ich kann keinen normalen
Eisschuss absondern oder einen normalen Elektroschuss. Ich muss diese, ich sag mal, seltsamen Fähigkeiten immer mitverwenden. Und wenn ich den wieder abschalte, dann funktioniert der Schuss wieder eben als ganz normal neutral aufgeladene Waffe. Ist dann auch der Grund, weswegen man bei den Schüssen eben immer nur ein Excel aktiv haben kann. Und früher wurde das eben über das Element entschieden. So, ich renne jetzt nebenbei in den Boss rein und wir reden nebenbei nochmal über das Thema Cyberelfen tatsächlich. Die waren ja in den ersten zwei Teilen etwas sehr umständlich zu verwenden. Oh Mann, ich treffe den Typen gar nicht. Übrigens, so ähnlich funktioniert der Exkill dann am Ende, dass wir halt so einen Schuss haben, ne, der Sachen absorbieren kann, ist auch grün gebaut. Aber das meine ich immer, dass auch in den anderen Spielen, ne, man sieht auch wirklich die Fähigkeiten, die man von den Bossen klaut. Und ja, ich sollte vielleicht nicht auf seine Axt zielen. Da war es ja immer so, man konnte drei Cyberelfen mitnehmen, man musste sie teilweise vorher füttern, man musste sie aber auf jeden Fall vorher runterladen. Und konnte man das während der Stage eben nicht umändern, sondern nur die höchstens einsetzen. Im dritten Teil war es ja so, dass man die nicht extra irgendwo herholen musste, sondern sozusagen dabei hatte und man konnte sie teilweise sogar umsonst einsetzen. Ne, das waren diese sogenannten Satellitenelfen. Dass man die ja teilweise aufrüsten musste, dass die das eben können. Und ich gebe mir mal knapp den Zeitpunkt. Aber es war vielleicht trotzdem ein bisschen verwirrend. Ne? Manche konnte man einsetzen, man konnte sie upgraden, sie mitzuschleppen. Was wir jetzt haben, ist eine extra Seite für eine Cyberelfe. Und da kann man sogar verschiedene Namen geben. Das ist dann, wenn man sie bekommt, muss man halt die Leute im Lager fragen. Und wenn man andere Namen als Alouette haben möchte. Und das ist dann einfach die einzige Elfe, die man füttern muss. Ne? Sonst war es da einfach, ne, wenn die halt Lebensenergie erweitert haben, extra Leben gegeben haben, Bossenergie reduziert haben. Also die ganz starken Elfen, die haben Futter bekommen. Und hier ist es so, wir haben eine Elfe, die wird gefüttert und das entscheidet dann, was für Fähigkeiten wir bekommen. Die wurde jetzt dreimal aufgelevelt, das heißt für jede dieser drei Hauptzweige, die es ja früher auch schon gab, kann ich dann unterschiedliche starke Elfen nehmen. Zum Beispiel hier bei Heilung habe ich am Anfang, dass sie mir einmal ein bisschen Lebensenergie immer wieder fallen lässt, dass sie die Gesamtlebensenergie erhöht oder sehr stark erhöht oder sowas. Ich kann schneller laufen, Wände langsamer runtergleiten oder das Ding schießt von selbst. Der schießt hier zum Beispiel Feuer, das hilft uns beim Elektroboss gerade gar nicht. Und beim Hacker haben wir Angriffsverstärkung, diesen Spezial nach oben, Dreier-Kombo und dass man einfach vier Schüsse abfeuern kann. Also je nach Level sieht man schon. Und was vielleicht verwundert, da steht oben rechts, Maximum Level ist 4. Und ich kann trotzdem hier alle gleichzeitig ausrüsten. Ne? Da steht, ich habe gerade eigentlich Level 9 und das kann man machen. Für jedes Level über dem Max Level werden einem aber Punkte abgezogen. Ne? Das ist in diesem Spiel tatsächlich nicht so relevant, ob man, ne, Punkte und so weiter hat. Das ist eigentlich nur für wenige Sachen und eben persönliche Herausforderungen relevant. Ah ja, um das Spiel ausgeglichen zu halten, versuche ich auch immer in diesem Max Level zu bleiben oder halt gar keine einzusetzen. Aber das ist halt wie im dritten Teil auch Satellitenelfen. Das ist dann hier eben Max Level, zeigt einem an, was man sozusagen umsonst verwenden kann. Und das steigt dann eben auch, je mehr man sie wieder füttert. Aber das ist auch nicht sehr realistisch, sie voll aufzuleveln in einem Durchgang. Also das ist, dadurch, dass ja hier sehr vieles abgespeichert wird, wenn man das Spiel durch hat, wird man eben dazu angetrieben, dass auch verfolgt, wie lange man braucht, bis man sie endlich voll hat. Gibt auch Bonus, also hier Minispiele wieder dafür, dass man sie entweder komplett aufgelevelt hat oder dass man auch einen Spieldurchlauf macht, wo man sie gar nicht benutzt hat und eben auch gar nicht weiterentwickelt hat. Ja, aber man kann es auf jeden Fall on the fly hier verändern und sogar über das Max-Level hinausgehen. Ich habe jetzt einfach mal hier Lebensenergie erweitert und kann jetzt mehr Pistolenschüsse machen, also zumindest auf normalem Niveau. Kann man vielleicht auch sehen. Nicht, wenn er so macht. Ja, jetzt muss ich schnell genug feuern können, ohne dass er im Weg ist. Da, ich konnte gerade vier Schüsse machen, bevor er sozusagen aufgehört hat. Normalerweise sind es dann eben drei gewesen. Und meine Lebensenergieleiste ist auch größer geworden. Hat mir aber nichts geholfen, weil ich trotzdem mich nicht geheilt habe. Gut, und den könnte man jetzt eben besiegen. Und dann seine Fähigkeit bekommen, weil ich den Level auf schwer eingestellt habe. So, dann kommen wir wieder zu dem letzten Thema. Die Körperchips hatten wir letztes Mal in Mega Man Zero 3 entdeckt. Und ja, die sind wieder dabei, aber in diesem Teil waren sie tatsächlich nicht sehr leicht zu entdecken im
Also wie schon wie in Teil 3 haben wir trotzdem wieder die Handübersicht mit. Wir haben was für den Kopf, für den Körper und für die Füße ausrüsten. Also drei verschiedene Kategorien. Aber in Mega Man Zero 3 hatte man die halt so im Verlaufe des Abenteuers die meisten automatisch bekommen. Ne? Manchmal musste man das so ganz versteckt finden oder einen optionalen Boss noch extra besiegen. Aber die meisten hat man einfach so bekommen für bestimmte Bosse. Aber dieses Mal bekommen wir alle an dieser Stelle. Wir müssen zu Servo rennen, der sozusagen offiziell uns dieses Mal hier diese Zero-Faust eben gegeben hat, mit dem wir die Waffe klauen. Aber dieses Mal ist es so, dass er eben hier eine Art Werkbank betreibt. Und wir müssen sozusagen Teile von Gegnern immer klauen. Und die müssen wir dann hier eben zusammenbasteln. Das heißt, wir haben hier eine riesige Reihe von... Moment. Riesige Reihe von Teilen, die wir eben von Gegnern klauen. Maximal können es 9 sein. Ich glaube, was man so ziemlich immer braucht für alles, ist dieses Keratanium. So, das heißt, so diese ganzen Sachen sammelt man so im Laufe des Kampfes. Die ganzen Sachen sind auch nach den Gegnern benannt. Zum Beispiel hier gerade in Elektrostage, ne, magnetische Gegner negativ. Magnetische Gegner mit Nord- oder Südpolung aus solchen Sachen oder irgendwelche Froschgegner und so weiter. Die ganzen Teile hier sind auch nach dem Gegner benannt, also die heißen dann wirklich eben Needle Balloon. Das ist dann hier so ein robotischer Pufferfisch, der hier eben Stacheln abschießen kann und so weiter. Und diese Sachen bekommt man. Ja, und was soll man da tun? Weil, ja, jetzt habe ich hier tatsächlich mal sogenannte Baupläne. Also hier steht dann so von wegen, okay, ich brauche diese Teile und das fehlt mir oder das kann ich jetzt direkt benutzen und habe ich auch noch nie verwendet. Kann ich auch mal nehmen, ne? Diesen Plan habe ich noch nie gebaut und dann kann ich sagen, yo, will ich bauen, habe ich geschafft, sehr gut. Und jetzt habe ich hier eben diesen Chip bekommen, der hier bei der Heilung hilft. Und dieses okay bedeutet dann einfach, dass man den eben schon mal gebaut hat. Also das sind alles Sachen, die ich bereits habe. Und diesen S-Kristall werde ich nebenbei auch einblenden, weil den braucht man zum Beispiel auch, um bestimmte Rüstungen zu bauen oder um die letzten Subtanks zu bekommen. Also das hier ist auch ein sehr wichtiges Rezept. Ein großes Problem ist, diese Pläne, die bekommt man nicht wirklich im Spiel. Also ich glaube nur eine Handvoll, ne, indem man mit bestimmten Charakteren redet oder vielleicht bestimmte, ich weiß nicht, ob es sowas wie Geheimdienst hier groß gibt. Aber meines Wissens eben nicht. Und ansonsten meine ich, dass man an die meisten Rezepte nicht wirklich rankommt. Also müsste ich vielleicht notfalls mehr nachlesen, aber heutzutage im Internet ist es natürlich leicht erreichbar, dass man eben einfach nachliest und schaut, welche Chips gibt es. Und da habe ich mir zum Beispiel rausgesucht, oh, hier gibt es wieder einen, dass ich diesen Rollangriff machen kann, den suche ich mir aus. Oder es gibt einen, der den Doppelsprung ermöglicht. Da habe ich halt geschaut, welche Teile brauche ich, wo gibt es die Gegner, die diese Teile haben, habe das gefarmt und dann habe ich die zusammenbauen können. Aber das große Problem ist, ich weiß ja, wusste ja nicht mal die Rezepte. Ne? Also ja, auf jeden Fall intuitiv war es nicht. Ich weiß nicht, wie man groß in-game da rankommen soll. Und Zero 4 habe ich zu einer Zeit gespielt, wo ich Englisch tatsächlich halbwegs konnte. Ja, aber die meisten Sachen wusste man eben nicht. Ne? Und wenn man wild einfach ein paar Teile zusammenschmeißt, die man so hat, dann kommt eben meistens nichts groß raus. Ne? Dann nehme ich zum Beispiel hier welche, wo ich viel habe. Also kann es nicht schaden, wenn ich da einen von verliere. Nimm das eben so, sage... Teile verwenden, hat nicht geklappt. Die Teile sind trotzdem weg und jetzt habe ich Müll oder also ne, Junk da oben. Tatsächlich braucht man Junk, um die Müllrüstung zu bauen, die so eine Art ultimative Form auch darstellt. Also die kann man dann ausrüsten und je nachdem, also man kann diese Müllteile benutzen, um unter anderem diese Rüstung eben zu basteln. Und die sorgt dafür, dass wir dann eben dieses Dunkelgrün bekommen, was man normalerweise im Hard-Modus immer hat. Er sorgt dafür, dass wir dann eben doppelt so viel Schaden machen, aber auch doppelt so viel Schaden kassieren. Manchmal habe ich auch das unter dem Namen Galacta-Rüstung und so weiter gelesen. Galacta-Kopf, Galacta-Mittelkörper. Ah ja, hier steht Junk, also es ist die Müllrüstung. Aber sie ist gar nicht mal so müllig. Ja, und so ein Hauptproblem ist eben, ne, wie gesagt, dieses Ceratanium braucht man meist für die meisten Rezepte, aber das hat man auch nicht so oft, ne? Das sind auch meistens an solchen speziellen Orten, wo man das nur findet. Ist auch nicht immer so leicht zu erreichen. So, das kann man nicht wegschmeißen. Man weiß aber, dass die meisten Teile damit gebaut werden. Aber wenn man diese Rezepte nicht hat, dann kann man nicht wirklich viel tun. Also wenn auch für einen normalen Spieler zumindest diese Anleitung leichter zu finden wären, fände ich das schon deutlich mehr in Ordnung. Aber so ist es einfach nur sehr umständlich. Und der Ausgleich dafür ist einfach nur, dass man sozusagen ein bisschen größere Auswahl hat, was man hier an Chips hat oder wie stark sie sind. Also ganz nebenbei zu beachten, wenn man diese Spezialrüstung hier anhat, dann darf man keine Cyber-Elfen verwenden.
Ja, also muss man sich wirklich entscheiden. Muss ziemlich viel dafür opfern, dass man eben doppelten Schaden machen kann, aber es ist ja auch vielleicht wert, ne? Speziell gegen Bosse kann das sehr viel ausmachen. Und wie gesagt, ich habe eben versucht, hier Teile zu finden, die relativ interessant sind. Also das hier erhöht zum Beispiel die Anzahl der Waffen, die ich bekomme. Ne, ich habe ja Munition, also das wird dann statt 6 Raketen bekomme ich dann 7. Kann Schüsse reflektieren und habe hier verschiedene, die zum Beispiel gegen Wind und diese Magnetströmung ignorieren. Es gab hier auch, glaube ich, so eine Rüstung, die dafür sorgt, dass man hier zum Beispiel von Stacheln nicht sofort umgebracht wird, sondern einfach nur sehr starken Schaden kassiert. Achso, kurz noch ein kleiner Bonus aus der Collection allgemein. Wir haben hier noch sowas wie eine Bildergalerie. Ist tatsächlich hier für jedes einzelne Spiel angelegt. Muss dann leider immer minimal einen Moment warten und kann man sich natürlich ja auch alles in groß anschauen, auch rumzoomen und so weiter. Aber wie gesagt, für jedes Spiel gibt es hier was. Die jeweiligen Charaktere, Bosse und so weiter. Und nochmal so ein paar extra Bilder, die jetzt hier auch für diese Kollektion eben reingesetzt wurde, die meistens auch richtig fantastisch und cool sind. Und hier sind dann eben auch diese Bonuskarten versteckt, die ich ja bei Zero 3 gezeigt habe. Also die sind dann einfach in der Galerie mit drinnen. Und dann auch nochmal ein super Feature. Vor allen Dingen, wo es halt mit YouTube und Musik immer so eine Sache ist. Ganz praktisch, dass hier einfach nochmal alle Lieder aus den ganzen Spielen zur Verfügung gestellt wurden. Also kann man hier einfach eine Playlist durchlaufen lassen, kann auch einstellen, ob man hier mit Wiederholung haben will, die Playlist des Spiels durchlaufen lassen will und man kann hier auch drei Lieblingslieder extra einstellen. Da ist die dann in manchen Menüs kann man einstellen, dass man halt sozusagen meine Musik spielen lassen will. Und dann werden eben, wie gesagt, diese drei Lieder ausgewählt und kann die eben dann alle wählen, durchlaufen lassen und sich coole Musik anhören. Ist die Folge eh lang genug, deswegen wollte ich das zumindest mal zeigen, dass das hier drin ist. Ist eigentlich so das Hauptboni-Material neben den Speedrun-Extra-Modus, sage ich mal, Set-Chaser. Aber den schauen wir uns dann zum Abschluss an. Es haben wie gesagt noch ein paar witzige Sachen. Ich renne hier einfach weiter rum jetzt nochmal in diesem Level und verabschiede mich. Das war es diesmal mit Zero 4 und tatsächlich dem Ende der ganzen Zero-Reihe. Und nächstes Mal geht es mit den, wie man so schön sagt, geistigen Nachfolgern weiter, nämlich Mega Man ZX, was wieder mal 100 Jahre in der Zukunft spielt. Das heißt, da werden wir Zero tatsächlich nicht mehr sehen, aber halt zumindest Charaktere, die ein ähnliches Gameplay-Verhalten haben. Bis dahin, euch noch eine schöne Zeit und tschüss!